Die Besucher kamen am Morgen des ersten Tages auf das Gut. Man führte sie eine Weile herum, aber sie schwiegen. Sie beobachteten den Sand im Innenhof. Sie setzten sich auf den Stein. Sie mussten auf die Glassplitter Acht geben, denn kurz bevor sie eingetroffen waren, war wohl etwas heruntergefallen und zersplittert. Deshalb mussten die Besucher also aufpassen. Aber irgendwann hatten sie wohl genug und machten sich wieder auf den Weg. Und da hing dieses Schild, auf dem geschrieben stand: Fremd, eigen. Und eines davon konnte man wählen und kann es vielleicht noch immer, wenn das Schild noch dort hängt. Und nach ihm kam das nächste Schild, um daraus zu wählen. Und darauf stand geschrieben: männlich, weiblich. Aber dann wendeten sich alle Besucher ab, um den großen Garten zu betrachten, von dem die Düfte herwehten, von Nachtjasmin und von Honig, von frischem Heu, von Kiefernharz und von Walderde nach dem Regen. Und dann kam das nächste Schild und da lasen sie: rechts, links. Und manche gingen nach rechts und manche gingen nach links. Und wieder andere, es waren nur eine Handvoll, fanden in der Mitte des Gartens einen beschotterten Platz, der kreisrund war und in dessen Mitte ein Obelisk stand. Aus weißem Marmor. Aber als die Besucher näher traten, da wurde es finster. Und dann hing noch ein Schild dort und flackerte neonweiß. Und sie lasen dort: sprechen, schreiben. Und die Luft wurde laut mit Tönen geschüttelt, so dass alles bebte. Die Besucher fielen übereinander in ein wildes Gewölle aus Herzschlägen. Dann bebte und zitterte das Schild über ihn so heftig, dass es zersprang. Viele kleine Neonfunken gingen über ihnen herab, doch sie erloschen, bevor sie die Besucher erreichten. Nur ein einziger Funke fiel einem von ihnen in die Hände. Es war eine Glühlampe mit Gewinde an der Unterseite und einem kleinen Draht in ihrer Mitte. Auf dem Glas konnte man lesen: binär, polymorph. Und wenn man es aus einem anderen Winkel betrachtete, dann sah es fast so aus wie Leben, Tod. In ihrer Aufregung ließen die Besucher die Birne fallen. Sie landete geräuschvoll im Dunkel und zersprang in abertausend winzige Splitter. Das Licht, welches in ihr gefangen war, breitete sich so rasant aus, dass im Bruchteil einer Sekunde alles wieder hell war. Die Besucher lagen in dem Garten. Auf dem runden Schotterplatz. Vor dem großen Obelisken. Aufgehäuft und ungeordnet. Feinen weißen Kieseln. Der Obelisk trug eine behauene Tafel an seinem Fuß. Darauf stand steinern geschrieben: Third Spaces Tomorrow.